Hallo, hier ist Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Und heute geht es von Lich nach Eberstadt. Ihr schön und liegt wo? Hier im Kreis Gießen, rot markiert im grünen Hessenländle. Doch als Übersicht. Deutschland mit seinen Bundesländern, da haben wir Jahrhunderte um uns herum. Römisch, mittelalterlich, neueren Datums. Überall erzählen Sehenswürdigkeiten aus Holz und Stein vom Leben der Leute damals, wie es damals war, so generell. Und hier in diesen grau markierten Kreisen, da waren wir unterwegs für einige Jahre, zu sehen, was es zu sehen gibt, aber auch zu hören, was es zu hören gibt, was diese steinernen Zeugen erzählen. Und unser erstes Ziel heute: Lich, hier sehen wir das in einer kleinen Übersichtskarte des Kreises. Lich, eine alte Gründung aus dem 8. Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert wurde es Stadt unter der Herrschaft der Grafen von Solms. Sie errichteten hier die Linie Solms-Lich und bauten die Stadt aus. Der Stadtturm. Ein alter Torturm, zum Glockenturm aufgestockt, oft umgebaut. Ja, so sieht man das hier. Viel ist vermauert worden, doch in den Obergeschossen, seht, Meister Zacharias mit der Hackenbüchs im 15. Jahrhundert hinzugefügt. Eine Salve, wenn's recht ist. Das ist ganz schön laut. Das traf auch ganz schön auf 400 bis 500 Metern. Doch seht hier, der alte Eingang in den Turm auf der Höhe des Wehrgangs. Man sieht verschiedene Schießscharten in der Mitte und eben das aufgestockte Obergeschoss. Das sind aber komische Wurferker. Na ja, da sind keine mehr. Geh doch mal rum. Hier meinst du? Richtig. Schau, so sah das aus. Es waren Wurferker und auch ja, natürlich, Abtritterker. Liebe Güte, seht hier die alte Tür. Der Turm stammt auch aus dem 14. Jahrhundert, also der gotischen Zeit. Ob da wohl noch jemand da ist? Hör mit dem Blödsinn auf. Ich klopf mal. Warte. Hör damit auf. Wer ruft uns? Hier sind wir. Kommt! Leistet und... Nein, nein, wir haben uns nur verfahren. Wir müssen gleich weiter. Mach sowas nie wieder. Schaut hier die Stiftskirche. Die ist Ende des 16. Jahrhunderts neu erbaut. Also Zeitraum Renaissance von den Bauperioden her gesehen. Und diese Strebepfeiler hier? Die hat man nachträglich angebracht, als man merkte, dass es ein wenig instabil wird. Ah ja, naja, immerhin. Es hält heut noch. Schon. Gleich in der Nähe des schweren Wachturmes, wenn man so sagen darf, der dann später auch zum Leutturm avancierte. Doch das Langhaus selbst, seht, relativ groß, die Fläche fensterlos, ein paar kleine Grabsteine aus dem ehemaligen Kirchhof, der umgab die Kirche einst. Im 18. Jahrhundert hat man es dann aufgelassen. Ja, die Kirche selbst, auch aus dem 12. Jahrhundert, doch heute sieht man's nicht mehr an. Hier die Reste der festen Kirchhofmauer. Die Kirche war zur Stadt hin abgegrenzt. Einst. Heut sind andere Zeiten. Und wir eilen weiter. Wir erreichen Langsdorf, das nächste Ziel unserer Reise. Da sehen wir das. Die Kirche ist spätbarock bis frühklassizistisch. Also für uns etwas uninteressant? Ja, kann man so sagen. Doch, schauen wir doch mal, von wann genau das ist. Hier. Ah, das ist ja interessant. Ja, es ist alles dokumentiert, wenn es ordentlich ist. 1780. Also barock. Doch, der Kirchturm, schaut mal. Der sieht mir etwas älter aus. Der kommt aus dem 13. Jahrhundert. Ja, das sieht man an den Fensterformen. Der Kirchhof indes, ein Restchen der Kirchhofmauer, zeigt nicht mehr sehr viel. Ja, wie meinst du das mit dem 13. Jahrhundert? Na, schau mal hier, am Kirchturm. Da haben wir noch ein rundbogig gewendetes Portal. Das ist so spätromanisch, noch nicht frühgotisch, da es nicht spitz geformt ist. Wir müssen weiter nach Hungen. Liegt auch gleich nebenan. Und hoppla, das ist aber jetzt ein Geschoss. Ja, die Kirche ist alt und mehrfach umgebaut.
Der Chorturm aus dem 12. Jahrhundert stammt. Einst befand sich hier ein römisches Limeskastell, doch dazu mehr in der Serie 10. Schaut, der Kirchturm selbst, aufgestockt mit Biforien. Da sieht man jetzt, das ist spätes 13. Jahrhundert. Meinst du nicht, dass das ein wenig Fachsimpelei ist? Nun nicht unbedingt, weil schau dir die Fenstergewände an. Da sieht man, das ist leicht spitzbogig, also Ende des 13. Jahrhunderts, Übergangsstil. So kann man's datieren. Nun gut, das klingt überzeugend. Dann fahr doch ein wenig fort. Danke, bitte. Gerne. Hier seht der Turm also verschiedentlich. Der Eingang hier am Kirchturm im Süden, der zeigt uns doch rundbogig. Säulen mit Kapitellen, das ist so die Zeit, spätromanisch, frühgotisch, also 13. Jahrhundert vom Baustil her gesehen. Die Kirche war einst von einer hohen festen Mauer umgeben. Ein Wehrkirchhof. Eine Kirchenburg, nennen wir es doch richtig beim Namen. Das wurde natürlich dann niedergelegt. Seht hier das Langhaus mit dem schönen Treppenturm im 15. Jahrhundert neu erbaut. Oben einst ein Speichergeschoss im Giebel. Da waren Windenbalken, man konnte dort Gut, Ernte und Ähnliches hochziehen und lagern. Das war so üblich, ja. Kirchen waren multifunktionell. Der Kirchhof heute ausgeräumt, aufgelassen, nicht mehr als Begräbnisplatz genutzt. Doch das Steinwerk als solches mit seinen hellen und dunklen Tönen, das ist eine sehr schöne Kirche. Alt, hier der alte Eingang, in den Turm, im ersten Obergeschoss. Einst ein Wehrturm? Ja. Und seht hier, Bossierung mit Kugeln. Legt euch mit mir an, ihr schafft es nicht. Ja nun, warum war denn hier alles so befestigt? Nun, fragen wir doch mal ein wenig. Euer Begehr? Ein Abriss der Geschichte Hessens. Oh ja, sehr schön, da kann man weit ausholen. Seid doch bitte kurz. Wie kurz? Sehr kurz. Na dann in aller Kürze. Schaut hier, unter dem Erzbischof Willigis, so ums Jahrtausend, da war das Erzbistum Mainz sehr aktiv und breitete sich aus. Erzbischof Willigis war ja auch Reichsverweser. Das heißt, er konnte weltliche Belange anstelle des noch minderjährigen Königs vornehmen, und das tat er auch. Erweiterte den Einfluss auch weltlich mit Besitz und Rechten und so. Ein Kirchenmann? Ja, ein Kirchenmann, das ging damals. Und als sich dann die Landgrafen von Thüringen an einem Erbstreit spalteten, daraus gingen eben die Landgrafen von Hessen hervor, da sahen sich dann die Landgrafen von Hessen zunächst und fürderlich dem Erzbistum Mainz gegenüber, Ort an Ort, Stadt an Stadt, aber auch lokalen Grafen, Abteien und so weiter. Über Jahrzehnte, eigentlich über Generationen, also Jahrhunderte, musste man Stück für Stück konsolidieren. Durch glückliche Einheirat gelangten, Anfall im Erbgang, wie man das so schön nennt, dann doch größere Gebiete an die Landgrafen. Und Mainz wurde langsam zurückgedrängt, aber das war sehr, sehr schwer. Und eigene Landesteilungen machten die Geschichte auch nicht einfacher. Hier im 15. Jahrhundert, zur Zeit der Mainzer Stiftsfehde, relativ harmlos. Ein knappes Jahrhundert später, Martin Luther hatte seine Spuren ausgestreut, spaltete sich das Land. Evangelische und katholische Hessen fuhren sich dann unter anderem im Dreißigjährigen Krieg, 17. Jahrhundert, gegenseitig an die Gurgel, und das ging ganz, ganz bös für das Land ab. Naja, so war eben die Geschichte. Hier liegt Bettenhausen. Und in Bettenhausen, da sehen wir auch noch einen Teil der festen Kirchhofmauer, ohne Wehrgang, versteht sich. Die Kirche indes, man sieht's, sie ist ein wenig in unterschiedlichen Baustilen. Das Langhaus, das ist im 18. Jahrhundert neu erbaut. Die Kirchhofmauer einst sehr stark. Der Chorturm, der im Osten steht, der zeigt relativ schmale Fenster in den Mittelgeschossen Schlitzscharten. Und hier eine Chorabside im Osten, wie man sieht. Darüber Schießscharten und spitzbogige Fenster, also frühgotisch.
Da sagen wir mal so, spätes 13., frühes 14. Jahrhundert. So ungefähr. Und auch hier, seht, mehrfach umgebaut. Der alte Eingang, noch rundbogig. Also der Kern des Turms, das Untergeschoss, spätromanisch. Aber das nur nebenbei. Auch der Taufstein hier. Etwas verlassen im Grase ist alt. Wir gehen weiter nach Muschenheim. Auch nur einen Schritt entfernt. Hier seht die Kirche mit einer Landmark, die der Kirchturm darstellt. Die Kirche selbst, aus der Zeit des 13. Jahrhunderts, von der Bauperiode her gesehen, spätromanisch. Auch hier fällt beim Herumgehen auf, dass weite Teile der einst festen Kirchhofmauer, der Wehrgang oben, fehlt heute. Man hat sie im 18. Jahrhundert abgetragen. Man braucht's nicht mehr, vorhanden ist und hier der Eingang neu gestaltet mit schöner Holztür und Jahreszahl, war einst ein Torturm mit langen, festen Mauern, die seitlich in einem Zwinger in den Kirchhof führten. Heute wird hier nur noch in einigen Stellen begraben. Doch interessant ist der Kirchturm, die Chorapside gen Osten mit spitzbogigem Doppelfenster, unten einer kleinen Ornamentik. Der Tuffstein hier, der wäscht sich genauso gern aus wie der Sandstein, nicht? Ja, es ist nicht von langer Dauer. Und seht hier, der Strebepfeiler im Südosten, nachträglich angefügt. Man merkte, dass der Kirchturm ein wenig zu kippen anfing und half dem ab. Verschiedentlich wurde an der Kirche gebaut und erneuert, aber im Kern ist auch das Langhaus, doch aus dem 13. Jahrhundert. Und hier der Eingang in die Kirche, rundbogig abgetreppt mit einigen Grabsteinfragmenten aus früheren Jahrhunderten. Ja, das Langhaus sieht mir aber sehr komisch aus. Naja, vom Baustil, es sollte mal eine Basilika werden, hohes Mittelschiff mit einem nördlichen und einem südlichen, niedrigeren Seitenschiff. Ausgeführt wurde nur das nördliche und dann hat man das Dach einfach drüber gezogen als Schleppdach. Interessante Lösung. Hier der Eingang von Westen, rundbogig, ist auch hier ums 13. Jahrhundert. Die Nordseite, wie damals üblich, fast fensterlos. So, wir gelangen schließlich und endlich für diese kleine Reise nach Eberstadt. Auch hier die Situation ähnlich. Basis der festen Kirchhofmauer. Hier auch einst ein Torturm. Ja, richtig. Doch im 18. 19. Jahrhundert, da brauchte man die Wehrfähigkeit weniger. Das Langhaus Ende des 17. Jahrhunderts nach Zerstörungen, erinnert euch an die Geschichte, neu erbaut. Der Kirchturm indes, der stammt noch aus dem 14. Jahrhundert, doch man sieht's ihm nicht mehr an. Ein kleiner Hinweis sei noch gegeben. Dies ist ein Beitrag der Serie 8. Es gibt weitere Serien mit interessanten Beiträgen. Kennt ihr übrigens flexible Energieversorgung? Somit hatte diese Geschichte ihren Hoppla, was ist das denn? Eben flexible Energieversorgung. Ob das gut geht? Ich weiß nicht.